Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Wir sind wieder bei Rust zusammen mit dem Herrn Massive Style. Hallo. Und dem dem Doof da. Dem Nemesis. Der schon wieder nur Scheiße macht. Ich entschuldige mich, wenn ich mich ein bisschen anhöre wie Bonnie Tyler. Ich versuche halt nicht zu singen. I'm true. Say goodbye. Ich muss weg. Ich geh mal sammeln. Nee. Ja, wie ihr seht, wir fangen schon wieder von vorne an. Also willkommen zur dritten Staffel, oder ist es schon die vierte? Nee, es ist die dritte. Ja. Meins, alles meins. Was meint mir denn hier jeder? Ja, und wie passiert alles das meins. Immer wieder, dass wir von vorne anfangen? Wir müssen ständig den Server zurücksetzen. Wir müssen immer den Server wechseln. Wir sind so doof wie das Spiel. Das auch. Nee, das fing ja alles damit an, dass wir den Server auf Oxid umgestellt haben mit Plugins. Und dann hat der Server nicht mehr so ganz funktioniert. Und dann hat hier keiner mehr gespielt. Und dann war alles kaputt. Und dann dachte ich mir, mach ich ganz kaputt. Jetzt haben wir ihn wieder ganz gemacht. Genau. Also Massive hat ihn ganz gemacht. Genau. Ja. Wir sind alle ganz stolz auf dich. Yay. Krieg ich jetzt Keks? Nein. Will aber Keks? Nein. Gib mir einen Keks? Nein. Julia, Thorsten ist gemein zu mir. Du hast genug hier bei mir gefressen übers Wochenende. So. Gib ihm einen Keks. Er hat genug Kekse gefressen hier. Gar nicht. Das waren definitiv zu wenig Kekse. War ja auch eine kleine Packung, ne? Ja, und die war immer leer, wenn ich geguckt habe. Ich frag mich auch, wer die geschlossen hat und auf den Tisch gestellt hat wieder. Keine ich Ahnung. Ich hab da bestimmt 3-4 Mal reingeguckt, weil ich einen Keks wollte. Aber ja. Ich habe die alles entscheidende und wichtigste Frage dieses Tages. Wir werden eh alle sterben, ist die Antwort. Nein. Werden wir es diesmal schaffen, eine Aufnahme zu machen, die von der Länge her in Ordnung ist? Nein. Ja. Es ist übrigens schön, wie ihr beide dort auf den Holzhaufen beide zurennt. Haben wir uns jetzt eigentlich schon entschieden, wo wir ein Haus bauen? Ich möchte bitte nicht nach Hacker Valley. Da. Ich weiß nicht. Einfach hier. Wo sind wir hier überhaupt? Wir sind näher Big Red Town. Achso. Ja, das klingt doch super. Ich finde, das klingt toll. Bauen wir wieder alle zusammen ein Haus, oder? Natürlich. Wir bauen jetzt ein Schloss. Eine Kommune. Ich baue dir ein Schloss. Nein. Ich finde, wir bauen auch sowas Tolles, wie Ruffy oder wer das war gebaut hatte. Das war Banksy. Ich finde, wir sollten auch sowas bauen. Ein Fort. Genau. Da waren aber mehrere Häuser. Da waren auch mehrere Leute dran beteiligt, denke ich. Wir sind eine Person? Ja. Ah, okay. Wir sind wie Eheleute. Wir sind einfach eine Person. Wir sind fusioniert. Ja, ekel dich. Eheleute sind fusioniert? Ja. Ich kriege gerade leicht dezent Angst. Ja, Eheleute sagen nicht... Angst. Eheleute sagen nicht ich oder er, sie sagen immer wir. Ich sag lieber ich. Dann läuft bei mir was falsch. Vielleicht bist du noch nicht glücklich genug verheiratet, um da so weit zu sein. Oder lang genug. Wer schreibt mir denn jetzt bei Facebook? Das interessiert keinen, du hast keine Freunde. Psst, 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 hier. Psst, 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 psst. Was? Häng ich dir. Oh. Was soll ich damit? Weiß ich nicht, Spaß haben. Yay, Spaß. Spaß, Spaß, Spaß. Wieso schenkst du mir sowas? Spaß, Spaß, Spaß. Wir haben Spaß. Ich es nicht brauche. Hast du eine? Bier, 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 Bett, Bett, Bett. Wir haben Spaß. Du weißt, dass wir gerade Julia weglaufen. Wo sind die? Weiß ich nicht. Cool.
Bier, Bett. Ihr denkt, ihr lauft mir weg. Interessant. Wo bist du denn? Ich hab was ganz weit weg von euch. Die mag uns nicht mehr. Ich mache meine übliche Runde. Die übliche Runde? Ich weiß noch nicht mal, wo wir sind. Ja, aber ich. Schön, dass wir jetzt alle getrennt sind. Wir werden uns irgendwann wiederfinden. Irgendwann. Wenn die Zeit gekommen ist. Vielleicht aber auch nur. Ja, wenn die Zeit gekommen ist, das Böse in die Flucht zu schlagen. Also nie. Ich bin bei Big Red. Ist das Big Red? Ja, das ist Big Red. Hab ich doch die ganze Zeit, wir sind Big Red Town. Ich stehe aber jetzt davor. Wow. Ja. Willst du dafür jetzt eine Urkunde? Ja, bitte. Oder wenigstens einen Keks. So, ich fange jetzt an, hier ein Haus zu bauen. Okili dokili. Bei Big Red. Nein. Gut. Solange du es irgendwie da nachher hingeleitet kriegst. Ich muss ehrlich sein, ich habe keinen Schimmer, wo ich bin. Gut. Ja, wie ihr gerade sehen könnt, Leute, wir haben hier auch ein Level und Verkaufsplugin gedröselt drin. Was haben wir hier? Woran haben die das gesehen? Weil ich gerade ein Schwein getötet habe. Nein. Killer! Ein Schwein. Du scheiß Mörder. Steh dazu. So Leuten spiele ich, ey. Der ekelhaft. Ey, du willst doch heute Abend auch was Leckeres zu essen auf dem Tisch haben, oder? So ein schönes Steak. Ich hab genug davon. Aha, selber Mörder also. 23 Stück habe ich. Nö. Nö, nicht, ich hab nichts gemordet. Naja. Das wächst von Bäumen bei dir, oder wie? Nein, es wächst vom Server. Achso. Wie oft hast du bitte das Starter-Kit dir geholt? 3-mal. Ah. Haben wir das nicht eingeschränkt? Sieht nicht so aus. Wir sollten das einschränken. Ja. Doch, es geht nur 3-mal. Echt? Kannst dich nochmal holen. Gut. Ich habe ein Research-Kit. Gib mir das. Niemals. Gib mir das! Ich hab auch ein Research-Kit. Gib mir das! Nein! Gib mir das! Nein! Warum seid ihr alle so fies zu mir? Was willst du damit? Ich brauch das Wo selber. Wo seid ihr überhaupt? Hä? Was macht ihr überhaupt? Ich bin gerade rote Tiere am Töten. Ihr sollt Sachen farmen, damit wir Häuser bauen können. Ein Haus bauen können. Ich hab eh keine Muni mehr. Außerdem habe ich so Geld bekommen und kann gleich Holz kaufen. Wir werden kein Holz kaufen. Warum? Weil das Kacke ist. Warum? Weil das Kacke ist. Mimi, wir kaufen kein Holz. Nein, weil das auch gar nicht reinmachen müssen, das Plugin. Ich glaube, ich muss gleich niesen. Gesundheit. Gesundheit. Time to say goodbye. Nein. Oh. Noch ist die Zeit nicht gekommen. Oh. Warum denn nicht? Das weiß man nicht genau. Auf jeden Wer Fall ist es noch nicht so weit. Wer wie was? Bum bum. Wer wie was? Bum bum. Der die das. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, wer dumm. Ich bin dann wieder an der Straße, wenn du einfach von Big Red Town, ja, weitergehst. Weiter in welche Richtung? Weg von unserem ehemaligen Dorf. Also nach rechts. Weiß ich doch nicht, in welche Richtung du guckst. Also Big Red auf der linken Seite. Nein. Nein. Big Red muss auf der rechten Seite sein. Achso.
Da bin ich gerade. Und baue friedlich das Haus. Direkt an der Straße dran, oder was? Yep. Aha. Nein, auf dem Berg. Aha. So, na dann schauen wir mal. Denk dran, Thorsten, wir brauchen eine ganz große Fläche, die am besten ganz eben ist. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ah, oh. Das wurde er wohl nicht hinkriegen. Das ist auch schwer. Das werde ich nicht. Das wirst du ja wohl nicht hinkriegen. Wird das wohl eher hinkriegen als er. Oder du. Als ich ist ja auch keine große Kunst. Außerdem habe ich bisher immer die Häuser gebaut, ja? Ja, Entschuldigung, du bist der Pro. Hier gibt's nichts mehr zu entschuldigen. Das ist jetzt geschehen, ja? Ich bin jetzt böse auf dich, ja? Ich finde das nämlich nicht okay. Aber sie hat doch gesagt, du bist der Pro. Reicht das nicht als Entschuldigung? Nein! Aber wer ist der Pro? Lustig. Wer ist der Pro? Du bist der Pro. Außerdem weiß ich, dass der Pro bin. Genau, Reh, bleib einfach stehen, damit ich töten kann. Ich sagte, bleib stehen. Bleibst du jetzt stehen? Warum braucht man eine große Fläche? Um ein großes Haus zu bauen. Ja, um ein großes vorzubauen. Und was, wenn wir ein kleines hohes bauen? Dann können wir kein Vor machen. Müssen wir doch nicht. Die hatten auch kein Vor da stehen, also kein großes Haus. Ja, aber die hatten halt viel drumherum. Ja, nu, da muss nur viel Platz drumherum sein, damit du das platzieren kannst. Ja, sag ich doch. Große freie Fläche. Wie groß das Haus wird, ist mir egal, aber wir haben halt was, um da so drum rum zu bauen nachher noch. Ein Hühnchen. Hühnchen! Chicken! Komm. Totes komm. Hühnchen! Ist gutes Hühnchen. Komm. Komm! Wird langsam eng. Du musst es auch ködern mit irgendwas. Wir sind gar nicht in einer Gruppe, ne? Kann das sein? Doch, sonst hätten wir keinen Friendly Fire, oder? Ja, aber wegen den Erfahrungspunkten. Ich dachte, man kriegt Erfahrungspunkte dann. Ach so. Ja, sehr schön. Ihr nehmt euch hier so voll die großen Tiere vor und ich jage Chicken. Du bist ja auch der Häuslebauer. Ah, stirb, du scheiß Wolf. Ah, ich sterbe. Oh mein Gott. Ich hab noch Tod. 10 HP, ich hab noch 10 HP, das schaff ich. Tot. Nein, ich schaffe das. Dann ess was, dann geht der HP direkt wieder hoch. Nicht viel. Nein. Das habe ich ja nie behauptet. Ich fände es cooler, wenn man das das Inventar öffnen kann, während man läuft. Ja. Hätte ich mir jetzt geschmeidig das Medikit rausziehen können. Wie bei DayZ, ne? Ja. Warum spielen wir kein DayZ? Wollen wir Rust spielen? Warum nehmen wir kein DayZ auf? Ich möchte das immer noch so langweilig werden zum Aufnehmen. Wir könnten ja mal eine Probeaufnahme Nein! machen. Nein! Okay, dann nicht, ist ja okay. Entschuldigung. So, zum Gucken, was die Leute von finden oder was? Ja. Könnte man tun. Wenn ich da auch nur einen guten Kommentar drunter sehe, müssen wir das sofort als Serie aufnehmen.
Ja. Ja. So, wo bin ich denn jetzt hier hingelaufen? Ich glaube, ich muss nach da. Bist du immer noch an der Straße da, Thorsten, oder wo bist du? Ich verblute gerade, ich habe mir was gebrochen. Gut. Nein, ich bin schon lange nicht mehr in der Straße. Bist du jetzt hin? Da weiter lang? Ja. Habe ich jetzt gerade das Reh erlegt? Kanickel. Todeskanickel. Reh. Reh weg, ey. Wo bist du denn gerade? Small Red Town. Und du, Micha? Ich laufe hier gerade den Bergpass hoch, da an Small Red. Aber ich muss... Big Red. Ich... Ich sehe dich. Echt? Ja. Wo? Lauf weiter. Ich habe ein bisschen Angst, wenn du sagst, du siehst mich. Was? Naja, theoretisch bist du ja schon da. Das Haus wirst du nicht sehen. Oh. Siehst du mich? Hör auf zu sterben, Julia. Sie ist gestorben. Ja, ich sehe es. Ja. Ich mag das Spiel nie. Tschüss, Micha. Ist da oben was gebaut? Nein. Hast du denn schon ein Haus gebaut? Nein. Oh, gut. Ich suche noch einen Platz. Ich laufe gerade gegenüber dem Berg hoch. Ich sehe es. Willst du auch einen Berg bauen? Ja. Das denn? Damit das keiner sieht. Da hast du doch voll wenig Platz. Nicht zwingend. Gibt auch Berge, da hast du viel Platz oben drauf. Ach, das schaffe ich niemals wieder bis dahin. Warum Mist. Nicht? Du weißt, dass das 5 Minuten dauert, bis der verschwindet, der Rucksack. Ich finde den dann nie wieder. Doch. Du musst nur nach dem Bären Ausschau halten. Nach dem Einbären, der ein bisschen Blut am Maul hat. An den Tatzen. Dem vielleicht noch deine Hand aus dem Maul hängt. Genau. Aus dem Po. Aus dem Po? Ja klar, der hat schon verdaut. Das Ach geht so. Aber schnell. Ja, so viel wie die Fischer fressen. Da geht's halt ganz schnell alles. Bist du jetzt weitergelaufen, Micha? Ja. Die ganze Straße entlang oder baust du hier ab? Ich bin hier am Abbauen. Wo wir unser Haus stehen hatten mal. Ja, da bin ich nämlich auch gerade. Ich habe da so auf die Wiese geguckt und dachte mir nur so, die ist perfekt. Dann habe ich links die Straße gesehen und habe mir gedacht, hier waren wir schon mal. Ja, aber das ist der Ort ja auch perfekt. Und ich glaube, wenn wir eine große Foundation haben mit Spikes und so dran, dann nerven uns auch die Tiere nicht so sehr. Dann spawnen die in den Foundations. Kommen die da raus? Ja, die können da durchlaufen. Hm. Wow, hab ich einen geilen Ausblick. So richtig pervers ist der. Guckst du Julia in den Ausschnitt wieder? Nein. Ach. Außer sie ist gerade bei Big Red Town. Nein. Dann frage ich mich, wenn du gerade in den Ausschnitt guckst. Ja, niemandem. Ich habe einen geilen Ausblick auf die Map. Obwohl die beiden Hügel da drüben wie Titten aussehen. Titten. Aber nun gut. Nein! Ist das dein Ernst? Was macht ihr da? Warum musstest du ausgerechnet gleich Selbstmord begehen? Ich hab dich vermisst. Ach so. Aber ich wäre doch wiedergekommen. Und den Weg dahin werde ich niemals wiederfinden. So.
Ach ne, was macht ihr denn für Sachen, Leute? Ich bin ausgerutscht. Ja, warst du viel auf die Brüste fixiert. Aber wirklich wahr. Wenn du auf irgendwas muss ich ja gucken. Scheiße, Bär! Ah, scheiße, Wolf! Ich glaube, es geht schon wieder los. Ah, scheiße, noch ein Wolf! Noch ein Wolf! Drei Wölfe, zwei Bären. Ich liebe dieses Spiel. Hier werden Erinnerungen wahr. Wach bin ich. Was? Ah! Ich hätte vielleicht mal laufen sollen. Aua! Fängt gut an, Leute. Fängt super an. Wow. Super. Ich würde sagen, die Aufnahme klatscht mir direkt wieder in den Müll, sobald die fertig ist. Au! So, wo bin ich? Echt, du willst die Aufnahme wegschmeißen? Nein, die können wir nicht wegschmeißen. Ich finde alleine schon, dass. Wollen wir nicht mal DayZ aufnehmen und mein Nein dann dazu? Das hat schon was. Ja, das hat nicht alle Tage. Sexappeal auf jeden Fall. Huhn! Was ist das? Ist das ein Bär oder ein Schwein? Es ist ein Bärschwein. Ein Bärschwein. Ein Schweinebär, Mann! Nein, ein Bär! Oh Gott, das ist doch ein Bär! Scheiße! Ah, oh, da ist ja noch ein Bär. Hilfe, Hilfe. Mami. Es wird dunkel, geh weg. Ich sehe es. Es wird dunkel, ich höre nichts mehr. Oh Gott, jetzt sind zwei Bären hinter mir. Du musst lauter sprechen, ich sehe nichts mehr. Und ich versuche noch zu meinem Rucksack zu kommen. Ich auch. Da war so viel fucking Zeug drinne. Hier ist Holz und ich kann es nie abbauen. Und nein, ich rede nicht von Drogen. Drogen? Wo? Ich hatte Drogen. Ich brauche Drogen den ganzen Tag. Ich brauche Drogen, so viel ich mag. Drogen, Drogen, Drogen. Hoffentlich komme ich da überhaupt einen Rucksack dran. Sind sie weg? Nein. Die Bären, ja. Oh! Hör doch auf mich. Miss Nerdy has died by a beer. Nein, noch laufe ich weg bei ihr Bier. Bei ihr Bier. Bier, nicht Bär. Bier? Bier. Bier, Bier, Bier. Oh, ein Bär. Oh, radioaktives Gebiet. Oh, was Big Red Town. Oh, ich glaube, du wirst jetzt sterben. Warum? Weiß ich nicht. Aber kann das sein, dass die Nacht nicht mehr ganz so dunkel ist wie am Anfang? Ist ja auch noch nicht pure Nacht. Ich hatte gerade angefangen, erst Nacht zu werden. Ha, hab mich gerade durch eine Ritze gequetscht. Toll. Ritze. Wir sind stolz auf dich. Danke. Bin auch stolz auf mich. Bitte. Und du hast das Wort gesagt. Yay. Ja. Dum, 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 dum. Hallo Wolf. Hallo Mr. Bär. Bist du ein Schwein oder bist du ein Wolf? Bär. Bär. Ich weiß nicht mehr, wo ich gestorben bin, oder wie ich denn komme. Ich auch nicht, ich versuch's trotzdem. Ich glaube, ich laufe gerade im Kreis. Das ist definitiv ein Bär. Ich glaube, ich will einen Döner. Mit Bärenfleisch? Boah, hör auf von mir aus. Hauptsache schmeckt, ne? Aber eben. Ah, hör doch nicht auf zu laufen, du Vollidiot. Ich
sehe nichts. War das hier mein Aussichtsdings? Ich bin bei Wenn den Tents. Wenn du die Möpse siehst, dann ja. Ich bin bei den Tents. Aber die sehen nicht mehr aus wie Möpse, also ist es falsch. Also rein theoretisch müssen wir jetzt die Aufnahmen unterbrechen, aber ich kann nicht. Warum? Weil ich gejagt werde. Stirb doch einfach, du hast eh nichts dabei. Nein. Es tut immer so weh. Es tut so weh. Ist das hier mein Aussichtsdingsbumster? Nein. Nein. Ich würde das wissen. Ist das mein Aussichtsdingsbumster? Ich irre hier Big durch den Wald. Julia allein im Wald. Wenn ihr irgendwo eine hilflose Fackel rumlaufen seht, ja, das bin ich. Oder ich. Oder ich. Nein, eine hilflose Fackel, Freunde. So, ich werde nicht mehr gejagt. Wir können die Aufnahme abbrechen. Beenden. Ausmachen. Wegschmeißen. Bum chicka wa wa. Wir können, aber es macht keiner. Ja, aber nee, ich will hier gerade noch das Haus durchgucken. War ja klar, dass der Dreck wieder in Häuser rumläuft, anstatt zu farmen. So. Gut, Leute, dann bis zur nächsten chaotischen Folge von Rust. Und ja, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.